Rough Riders. You know, Teflon. Eve. Yo, 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 they wanna know. So I give them hell, call me misfit, lips for the gang of trash, riskless now, cause I made a gang of cash, like glam, still street with the do-rag, slang, spit, gang, change speech, how they do that, watch they mouths drop, watch the crowds pop up and act out, brawls with the screw face, smash on and knock out, ain't chain, game don't run me, I run the game, if I gotta keep it green, so be it, I'm supposed to change, life simple, dizzy brawls ain't fucking with my mental, natural born hustling bitch, check what I've been through, got mine, took it from you, and now you're slot mine. Guten Morgen, was geht ab, Leute? Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag, denn ich möchte gerne eigentlich sagen, dass heute der Beginn einer neuen Ära ist. Es ist quasi Staffel 00000, Folge 00000, denn morgen startet quasi in meiner Welt, das habe ich jetzt für mich entschlossen, Staffel 2. Warum? Wieso? Weshalb? Das fragt ihr euch jetzt. Diese Fragen werden euch im Laufe des Tages beantwortet. Ich kann nur so viel verraten, was ich gestern schon gesagt habe. Leute gehen und Leute kommen. Und das ist verdammt aufregend, nicht nur für uns, sondern ich hoffe auch für euch. Und ich freue mich so krass auf diesen Tag. Es steht so viel an und ich glaube, das wird richtig, richtig lit. Ja. Aber da jeder Tag erstmal ganz normal beginnt, habe ich mir jetzt erstmal gedacht, dass ich heute meinen Tag ein bisschen anders anfange als sonst. Und zwar habe ich super viel vor. Ich muss Müll runterbringen. Ich treffe Daniel, mein Freund aus München, der ist gerade hier zu Besuch da. Ich muss Blumen kaufen gehen. Ich muss ein kleines Geschenk kaufen gehen. Ich muss lauter solche Kleinigkeiten machen. Und da ich heute nicht so viel Zeit habe, alles ausführlich zu zeigen, habe ich mir gedacht, das sind alles Erledigungen, die jetzt am Vormittag stattfinden. Es ist übrigens wirklich vormittags. Und ich dachte mir, wir machen einfach das Schnipsprogramm. Denn und irgendwo sein ist doch irgendwie fun. Ich komme mir da immer so vor wie Paige von Charmed. Kennt ihr noch die eine, die sich so teleportieren kann? Me, Life Goals. Ich würde auch gern so sagen, so Nintendo DS. In meine Hand. Ding! Hat funktioniert. Magic. Naja, wie gesagt, ich mache jetzt ein paar Erledigungen und gehe frühstücken mit Daniel und dann gehen wir ins Produktionsbüro, denn heute schauen wir uns zusammen die 100. Folge an. Das wird richtig, richtig lit. Heute werden wir auch eine Person von uns verabschieden und heute werden wir auch eine neue Person begrüßen. Für diese neue Person richtig kurz das Zimmer ein bisschen her, was bei mir hier oben gegenüber ist, was Nilo hatte. Die hat irgendwie vergessen, ihren Müll runterzubringen. Das mache ich jetzt und ich muss meinen Müll eh runterbringen. Und dann kaufe ich noch als WG-Geschenk an sie noch ein paar Blumen. Und ich habe gestalkt, dass sie Veganerin ist. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich irgendwas Veganes für sie finde. Denn heute Abend, wenn sie hier in die Wohnung ankommt, sind Anushka und ich gar nicht da. Denn Anushka und ich gehen heute aufs fucking Drake-Konzert. Quasi mein Lebenstraum. Also jeder, der mir schon auf Snapchat folgt, jeder, der es nicht tut, folgt mir. Ruben Jakob Fes 1. Weiß, dass Drake... Ich habe hier sogar ein Tattoo. Da steht Take Care drauf, was eins meiner Lieblingsalben von ihm ist. Wenn ich mal nicht ein Supergroupie bin, weiß ich auch nicht weiter. Naja, langes Gerede, kurzer Schnipser. Wir sehen uns gleich im Müllraum. Irgendwie ging das Licht jetzt nicht mehr in diesem Müllraum. Ich frag mich nicht, warum. Ganz komisch. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt mit Daniel frühstücken. Bis gleich. Kurze Zwischenmeldung. Ich habe mich verlaufen. Daniel ist jetzt da. Hallo Daniel.
Hi. Okay, ist eigentlich relativ lustig. Daniel hat mich gestern gefragt, wo wir uns treffen. Und dann meinte ich so einfach da vorne an der Kreuzung. Und dann meinte er so, ja, aber in welchem Café? Ich war so, ja, in meinem Lieblingscafé. Aber ich weiß halt nicht, wie es heißt und ich weiß auch nicht, wo es ist. Ich weiß nur, wo man hinkommt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir richtig gelaufen sind. Jetzt sind wir einfach irgendwo. Ihr seht diese ewig lange Straße hinter mir. Die sind wir gerade einmal lang gelaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt noch kommt. Aber egal, hoffentlich ist das nächste Bild, wie ich meinen Avocado-Toast esse. Ich verhungere! So, wir sind jetzt frühstücken. Ich zeige euch mal ganz kurz, was es hier gibt. Einmal geiles Avocado-Brot mit pochiertem Ei, ein Büchermüsli und ein, what is that? Du weißt nicht mehr, was, okay. Cool. Dann gibt's jetzt hier ganz kurz mal Essensporno für euch. Eins, zwei, drei. Geil. Okay, wie macht das jetzt wieder aus? So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer hat sich nicht die Haare gekämmt? Nein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Wir schreiben den 9. März 2017. Das hätte ich eigentlich auch so wissen können, denn heute ist das Drag-Konzert. Aber zuerst machen wir heute Ivana, Ruben und ich neue Bilder fürs Intro, beziehungsweise für die Trenner zwischen unseren Abschnitten bei Berlin und schauen dann zusammen mit dem ganzen Produktionsteam die 100. Folge. Danach machen wir, genau, danach gehen wir aufs Drag-Konzert. Und jetzt ist es 12, um 14 Uhr müssen wir dort sein. Ich habe mich noch nicht fertig gemacht, wie ihr seht. Das heißt, das muss ich jetzt vielleicht mal noch erledigen, weil ich will ja auf den Bildern nicht aussehen wie ein Penner. So, Daniel, mein Freund und ich, wir fliegen morgen Abend so gegen 23 Uhr erst nach Marbella, nach Spanien. Das heißt, es reicht, wenn ich morgen packe. Da muss ich jetzt nicht heute noch packen. Ich werde, glaube ich, dann bis morgen Abend so noch so ungefähr 10 Wäschen waschen müssen, weil ich einfach so seit bestimmt 2,5 Wochen keine Wäsche mehr gewaschen habe. Meine ganze Unterwäsche ist auf jeden Fall halt nicht mehr sauber und ich habe irgendwie schon Bikini-Höschen anziehen müssen die Tage. Aber ja, ich werde mich jetzt noch fertig machen, noch Wäsche waschen, noch mehr, beziehungsweise meine gewaschene Wäsche aufhängen. Ey, meine Haare, ich heule. Ja, okay. So weit, so gut. Dann bis gleich. Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Und nein, ich begrüße euch heute nicht damit, dass es mir nicht gut geht, weil ich ja gestern so viele Chips gefressen habe. Mir geht's trotzdem ganz gut. Ich habe zwar nur einen kleinen Blähbauch gehabt heute Morgen, aber der ist auch mittlerweile wieder weg. Und ja, das passiert nicht oft. Also normalerweise heule ich am nächsten Tag rum, wenn ich einen Tag vorher mich so voll gefressen habe. Vor allem, es waren ja nicht nur Chips. Da waren ja noch Gummibärchen, Kekse und alles mögliche. Also ich habe gestern Abend richtig reingehauen. Ja, das muss auch mal sein. Ja, ich habe heute überhaupt keinen Bock auf Make-up oder sonst was. Halt immer nur das übliche Wimpern. aber das Ding ist, wir machen heute neue Fotos. Wir machen heute neue Fotos für das Intro. Also da, wo ich mich drehe und so. Was immer davor kommt. Dafür machen wir heute neue Fotos. Schnips, ich bin jetzt im Blumenladen und kaufe für unsere neue Mitbewohnerin Begrüßungsblumen. Ich bräuchte einen Blumenstrauß. Irgendwie sowas als Willkommen für jemanden. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ein süßer kleiner Blumenstrauß für unsere neue. Und die nächste Station für uns ist noch ungewiss. Lasst uns mal überraschen. Lasst uns mal überraschen. Lasst euch mal überraschen. So Leute, ich lasse jetzt ganz kurz meinen Bart hier unten aufräumen. Denn das sieht schon wieder aus wie ein Urwald. Ja. Hallo Leute. Sagen. Heute ist der Tag gekommen, es ist der letzte Tag für mich bei Berlin, über 100 Tage, über 100 Folgen habe ich mitgedreht, es gab Höhen,
Es gab Tiefen. Ich war verplant. Dann war ich nicht verplant. Es war für mich eine krasse Erfahrung zu bloggen. Ich habe zwischendrin echt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das mit der Kamera und mich selber zu filmen, weil ich sowas halt davor nie kannte. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick in mein Leben. Ihr habt meine Family noch ein bisschen besser kennengelernt. Ihr habt mich vor allem noch ein bisschen besser kennengelernt. Oder ganz vorne dabei natürlich auch die Studiosequenzen, wo ich euch schon mal kleine Teaser vom neuen Album gezeigt habe. Und apropos Album, ich höre jetzt bei Berlin auf nach der 100. Folge. Ich sehe heute alle nochmal. Wir gucken uns die 100. Folge an. Das ist dann nochmal so ein Abschied sozusagen für mich. Denn ich muss mich jetzt auf mein Album konzentrieren, auf meine Songs. Wir sind jetzt gerade in der Hochphase, also arbeiten auf Hochtouren. Und wenn ich die ganze Zeit auch noch den Kopf woanders habe, um irgendwie zu sagen, ich muss, beziehungsweise ich filme jetzt noch oder was kann ich noch filmen oder wie auch immer, das bringt mich halt ein bisschen aus dem Konzept. Ich möchte mich halt wirklich 1000%ig jetzt aufs Album konzentrieren. Ich habe dann auch noch ein paar Termine zwischendrin. Ich habe mich wirklich gefreut, alle anderen kennenzulernen, habe sie wirklich auch sehr ins Herz geschlossen. Es war eine super Gruppe, auch wenn ich nicht regelmäßig in der WG war, habe ich mich umso mehr gefreut, wenn ich die anderen dann mal gesehen habe oder getroffen habe auf einer Party, so wie letzte Woche, als Anushka Geburtstag hatte. Und es waren jetzt wie viele Monate, ich glaube ab Oktober fing es an, oder November, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, fast ein halbes Jahr. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Fast ein halbes Jahr, fast jeden Tag gedreht, fast jeden Tag gedreht. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. Es war wirklich eine krasse Erfahrung für mich. Ich glaube, ich möchte mich nicht verabschieden, die liegt hier und pennt. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel von, ich glaube, ich habe Kacke gesprochen. War, glaube ich, zwischendurch ein bisschen krass. Aber auf Wiederhören, wir sehen uns und bis gleich aus dem Studio. Ich habe mich in letzter Zeit jeden Tag geschminkt für Fotos. Und ich muss sagen, wir haben sehr gut vorgearbeitet. Ich kann euch mal eine App zeigen. Moment. Ich habe nämlich so eine App, wo ich schon den Ablauf meiner Fotos plane. Und zwar könnt ihr hier sehen, ich habe bis jetzt, also momentan, wenn ich das halten könnte. Momentan bin ich bei diesem Foto. Aber wie ihr seht, sind schon ganz viele Fotos noch weiter oben, die ich noch gar nicht gepostet habe. Und das ist so eine App. Ich stelle mir sozusagen meinen Instagram-Account, mein Feed, ich stelle mir das so zusammen. Und so entscheide ich, okay, welches Bild poste ich als nächstes. Und so. Ich zeige euch das jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr das auch versteht. Ich bin zuletzt, ich kann euch das mal zeigen, ich mache mal eben mein Instagram auf. Und zwar bin ich zuletzt bei dem Bild, ne? Und jetzt gehen wir eben rüber zu der App. Das Bild ist hier, das heißt, ich habe schon diese ganzen Sachen hier vorgeplant. Dieses Video weiß ich nicht, ob ich das posten werde oder ob ich... Also ich will auf jeden Fall, dass an dieser Stelle ein Video ist. Ob es dieses Video ist, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nur als Alternative genommen. Also nach dem Bild hätte ich gerne ein Video. Ihr könnt halt sehen, hier ist ein Ganzkörperfoto, Halbkörper, Ganzfoto, Halbkörper mit so porträtmäßig, dann Video, dann wieder Halbkörper, Ganzkörper, porträtmäßig, Halbkörper. Also ich achte schon darauf, dass ich jetzt zum Beispiel nicht so mache, weil dann habe ich zwei zu gleiche Fotos nebeneinander, meine ich. Und dann wechsle ich das halt einfach wieder so aus. Genau, das ist halt meine App. Ich werde jetzt noch kurz hier ein bisschen weiter chillen, werde vielleicht noch ein paar Fotos bearbeiten. Also bis gleich. So, bin jetzt wieder sauber gemacht und die Reise geht weiter. Auf der Suche nach einem veganen Geschenk. Wo findet man vegane Sachen? Im Biomarkt. Im Biomarkt? Dann sehen wir uns gleich im Biomarkt. Das funktioniert nicht. So, ich bin jetzt im Biomarkt. Hab mir gedacht, was Veganes für die Neue.
vielleicht einfach so eine Paprika. Die ist doch gut, Schwarzkohl. Oder ein Brokkoli. Nee, wir suchen jetzt hier vegane Goodies. Schau mal hier, vegan Dinkel-Krokus. Ja, das sieht auch nicht so geil aus. Vegan Dinkel-Rüblikeks. Ja, das sieht so viel besser aus. Naja, ich merke mich einfach gleich mit dem veganen Ergebnis, was ich jetzt geholt habe. So, das ist jetzt mein veganes Begrüßungsgeschenk an unsere neue Mitbewohnerin. Einmal Dinkel-Kokosplätzchen, Softberry, Kaugummis wollte ich sagen. Was ist das? Gummibärchen. Und ein Schokoriegel mit Hazelnut. Und die wunderschönen Blumen. Hammer. So Leute, ich bin wieder zu Hause und habe alle Erledigungen erledigt. Erledigungen? Hä, warum kann ich das Wort nicht aussprechen? Egal, drauf geschissen. Ich mache jetzt ganz kurz das Zimmer für unsere neue Mitbewohnerin ready. Das war ja erst Tanaras Zimmer, jetzt ist es Nilos Zimmer gewesen. Und ich habe jetzt schon den Müll runtergebracht, den Nilo hier gelassen hat. Und jetzt sauge ich noch kurz und mache dann jetzt hier halt noch eben... das irgendwie so, dass sie sich auch gleich willkommen fühlt. Was jetzt eben noch ansteht, wir fahren jetzt gleich in das Büro von unserer Produktion und dort werden wir heute zusammen die 100. Folge anschauen mit all dem ganzen Team und so weiter. Ich habe jetzt mal hier das Bad ein bisschen geputzt, das sah aus wie sonst was, aber es ist noch nicht ganz sauber und das Zimmer ist jetzt auch frisch gesaugt und gewischt. Neue Mitbewohnerin, wenn du das nicht zu würdigen weißt, ich schwitze hier gerade, ja? Für mich hat das niemand gemacht. Okay Leute, das alles zum Thema, ich will mich nicht aufstylen. Ich habe meine Haare aufgestylt, wie ihr seht. Ich habe mir Wellen gemacht. Make-up ist aber trotzdem natürlich geblieben. Ich habe mir jetzt nur so einen kleinen Lidstrich gezogen, ein bisschen meine Haut geschminkt und unten Wimperntusche gemacht und meine Augenbrauen, aber das war's auch. Ja, so fühle ich mich einfach besser, vor allem, weil ich ganz genau weiß, dass ich diese Fotos immer sehen werde, wenn wir diese Folge schauen. Wenn ihr sie seht, ist okay, aber wenn ich selbst dann immer die Folge schaue, dann, ja, es ist besser, wenn ich mich ein bisschen frisch gemacht habe. Ja, ich gucke jetzt einfach, was ich anziehe, Leute. Auf jeden Fall irgendwas Sportliches und was Bauchfreies. Was auch sonst. Ja, wie ihr gerade gehört habt, muss ich mich jetzt malen, deswegen melde ich mich gleich. Meine Damen und Herren, wie ich euch versprochen habe, seht ihr mich zum letzten Mal bei Berlin im Studio. Kiste auch. Kiste, was sagst du dazu, dass ich heute letzten Tag habe? Ui, wieder. Chloe, komm her. Chloe, mach mal Sitz. Ist jetzt ein Tesafilm. Nein. Mach mal hier Sitz, Chloe. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Und sag Tschüss. Sag Tschüss. Sag nochmal Tschüss. So ist fein. So, Chloe hat sich auch schon mal verabschiedet. Aber wir gehen hier gerade nochmal in einen Track rein. Da könnt ihr nochmal kurz reinhören. Dann war es aber auch schon aus dem Studio. Wie gesagt, ich darf jetzt nicht mehr zu viel verraten. Sonst gibt es nämlich Ärger von der Plattenfirma. Hören wir mal rein? Ja. Dürfen wir euch nicht zeigen, wir müssen jetzt weiterarbeiten. Aber wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich mich richtig verabschiede in der WG. Bis dahin. Ohren steif halten. So Leute, wir haben unsere Schilder im Schlepptau und sind jetzt auf dem Weg ins Büro und machen neue Pictures. When you
and your knees can't rise. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Ja, Chaos-Truppe Berlin ist jetzt auch mal angekommen. Wir sind irgendwie krass zu spät. Wir hätten vor einer halben Stunde da sein sollen. Aber ist ja nichts Neues, ne? Ich glaube, die Leute, die uns hier auch jeden Tag sehen, wissen auch schon ganz genau, auf was sie sich einlassen mit uns. Ja, ihr seht auch an der Geschwindigkeit der Mädels, dass sie echt extrem Zeitdruck gerade empfinden. Das ist unsere Neue. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Was geht? Hi. Hallo. Oh, ihr habt alle eure coolen Schilder schon. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin. Ich habe voll viel. Korrekt. Ich habe voll viel Gepäck. Also, weil ich direkt warte, jetzt das schon Schild länger und dann gepackt habe. Oh, danke schön. Schaut mal. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt hier im Weißbüro und. Yes. Wir haben Ballons aufgebaut worden für uns. Hallo! Schaut mal, unsere Ballons. Da wird jetzt Berlin draus entstehen, weil heute ja die 100. Folge ausgestrahlt wird. Das sieht so cool aus. Und ich glaube, hier werden wir alle zusammen schauen. Hier ist schon alles bereit. Da werden wir gleich alle sitzen. Auf jeden Fall sind wir jetzt alle hier im Weißbüro. Und genau, wir werden jetzt einfach anfangen, die Fotos zu machen. Wum und Anushka haben noch Hunger. Wir haben auch alle schon unser Schild hier dabei. Und ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich möchte mal nur kurz anmerken, dass ich so krass Hunger habe, dass ich jetzt erstmal was bei Foodora bestellen muss. Wer hat auch Hunger? Das ist übrigens unser Geist, Sophie. Ja, oder? Leute, extra für uns heute eingeflogen aus Paris. Cupcakes. Do not touch, aber ich darf. Ich werde den essen. Den werde ich auch essen. Jetzt kommen doch die Bauchschmerzen. Ja, ich habe leider ein Problem mit meinem Magen. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Meine Magenschleimhaut ist sehr empfindlich. Und gestern Abend, ich meine, Chips sind ab und zu okay, aber nicht so wie gestern noch mit Gummibärchen und alles vermischt einfach. Mein Magen schiebt gerade richtig Stress, deswegen habe ich mich jetzt einfach hier hingesetzt und ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, kurz bevor wir die Fotos machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es meinem Magen gleich besser geht. So, meine Damen und Herren. Mal wieder Damen und Herren. Habe ich das nicht vorhin schon gesagt? Auf jeden Fall habe ich mich... Erstmal gucken, ob da jemand da steht, der denkt, sonst bin verrückt. Ich habe mich für meinen Abschied nochmal umgezogen. Jetzt muss ich mich gleich verabschieden. Bin gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Aber... So viel dazu. Ich habe schon, ich war jetzt hier in der Wohnung mit Bin, meinem Manager, der gesagt hat, das ist hier. Bin, trau dich, du Arsch. Und ich habe schon gedacht, wir machen irgendwie so eine Überraschungsparty oder was auch immer. Wer weiß. Und dann hat Bin, der Produzent, ein Foto geschickt, ja, wir sind schon da. Und dann schreibst du eine falsche Location. Oh, Bin, ich habe keine Zeit heute. Fuck. Ich habe alles zeitlich heute eingeplant, alles perfekt getimed. Der Tag ist full. So, und wieder zum Auto. Wir sind schon direkt im Stress. Wie ihr wisst, sind wir auch zu spät dran. Das heißt, ich brauche eigentlich kurz so eine Sekunde, um euch zu erklären, was gerade passiert. Wir schauen halt heute Abend, beziehungsweise in ein paar Stunden da, zusammen mit dem ganzen Team die 100. Folge an. Und wir müssen aber schon direkt anfangen für das, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Das heißt, es ist gerade ein bisschen chaotisch, aber wundert euch nicht, es macht alles Sinn am Ende. Wir machen jetzt unsere neuen Trennungsbilder. Trennungsbilder? Brad Pitt, Angelina Jolie sind nicht mehr zusammen. Das ist mein Foto dazu. Wir machen jetzt unsere neuen Trennerbilder. We'll be right back.
Verzeih mir doch bitte. Also ich trete zurück vom Jimmy Fanclub Nummer 1. Ich bin nicht mehr Vorsprecher. Ich könnte doch auch mal so treffen. Machst du eh nicht. Zum Feiern, hallo? Ja, okay. Das war eh viel besser. Ja, können wir noch was Abschließendes sagen zu unserer Beziehung jetzt hier? It's time to say goodbye. Time to say goodbye. Jimmy geht. Kiki kommt. Season 2 Berlin. Niemand ist sicher. Leute fliegen raus. Es kann jeden Tag vorbei sein. Leute gehen, Leute kommen. Dann kann ich mit Taco was leben, weißt du? Jeden Tag vorbei. Wer weiß, wer der Nächste ist. Das ist ja auch das Spannende. Das ist man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, wo Jimmy als Nächstes ist. Auf dem Feld, im Auto. Oder bei oder ganz woanders. Ja. Also Leute, es ist jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Jimmy verlässt uns und ich würde jetzt einfach nur sagen, Pizza. Ich würde einfach nur sagen, Jimmy, weg mit dir. Yay! Hey, wow! Was geht ab, Leute? Ich bin ein neues Gesicht in dieser Serie und zwar ist mein Name Kiki. Ich freue mich auf jeden Fall, bei dem Projekt dabei zu sein, weil es ist mal was anderes. Es ist im Vlog-Style und mir klebt nicht die ganze Zeit ein Kamerateam hinten am Arsch. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich auch auf die Leute in der WG und ich bin auf jeden Fall gespannt. Herzlich willkommen bei Jimmy Blues Beauty Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ich meine Haare föhne. Hey Jimmy, hey, what's up? Can I have your hey, Jimmy ist da. Geil. Kommen Sie doch einfach mal mit. Die lachen über meine Witze, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hallo, heute ist der 12. Januar. Oh. Das wieder am Shakern. Neuigkeiten, dass ich morgen meinen Hund abholen kann. Ich bin schon etwas aufgeregt, weil es ist ziemlich süß, das ist eine Sie. Hier ist das Körbchen. Guck mal! First time, first love. Hier ist Chloe und Jimmy. Zusammen gehen wir auf eine heilige Mission. Ich muss mal wieder auf Mappen! Und jetzt? Gehen wir auf Tour. Chloe, auf deinem Platz. Nein. She's crazy like. Der Hund will immer noch nicht schlafen. What about Daddy Cool? Also sie hat entspannter reagiert, als ich dachte. Hi. Wo ist Cupcake? Kannst du mal gucken? Ja. Kriegen wir noch die Stimme mal verstehen? Ja, yeah, ja. Yeah. Wir sind in München angekommen. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal mit Chloe, Kaki und Pipidi. Ja, fein, man muss die Welt immer loben, wenn sie Pipi machen. Fein. Guck, jetzt machst du. Jetzt hat sie gerade angetäuscht. Ja, mach mal Kaki. Ja! Sitz. Hallo, Sitz. Hallo, Schatz. Wann kommst du heute? Ich koche auf jeden Fall meine alte, werte Bolognese. Oh, ich kann auch eine gute Bolognese, ne? Das wird dann auf jeden Fall... Deine Bolognese kann meine Bolognese mal im Arsch lecken. Ein seltener Gast ist erschienen. Wer ist das
denn? Wir haben krassen Shit miteinander zu besprechen hier. Wer wie was aufräumt, wer die Spülmaschine macht, wer den Müll macht. Pflanzengießen. Ich war ja schon lange nicht mehr da. Wer sind Sie eigentlich? Wer sind Sie? Was machen Sie in meiner Wohnung? Der Weihnachtsmann ist da. So, dann zeig mal die Gans. Da ist die Gans. Zwischenlage. Ich wollte mich eigentlich um 13 Uhr mit drei Kumpels zum KDW treffen, zum bondsmäßigen Auslandstour. Meine Jungs sind da in allen Lebenslagen. Da kannst du jeden fragen, ob sie mich mal ohne wen gesehen haben. Jungs, die mich auf Händen durch die Gegend tragen. So eine Jungs, die dir ein Loch in deinen Schädel schlagen. Besoffen sein jeden Abend, weil wir Gott seinen Segen haben. An der Ecke stehen und warten, auf der Jagd wie Leoparden. Ich spreche von meinen Jungs, denn deine Jungs gehen blasen. Der Eintritt ist heute frei, am Türsteher vorbei. Immer mindestens plus drei, ich hab die Jungs dabei. Auf der Hand, Digga, auf entspannt, Digga. Ganz egal, wo wir sind, erstmal an die Bar. Wir sind am Saufen, immer blau wie ein 20er. Geh mal weiter, Mädel, wir sind nur zum Tanken da. Auf der Hand, Digga, auf entspannt, Digga. Ja, füll die Gläser auf, Digga, erstmal einen aus der Hand. 3 Gramm in meinem Plan, seh das meiste ganz entspannt. Seit ich rappe, wollen alle diese Vibe an meinen Schwanz. Doch ich bleibe ignorant, hab keine Zeit für einen Tanz. Im Nightlife längst bekannt, Alter, frag nicht wieso. Ey, sobald wir den Club betreten, geht die Party erst los. Wir sind umgeben von einer Menge sehr sympathischen Hosts. Doch wollen saufen, also erstmal an die Bar mit den Homes. Wir haben Grund zum Feiern, deshalb werden Flaschen geköpft. Doch ich bin komplett pleite, Bruder, sag mal, hast du noch Cash? Bei mir läuft nicht, alles was ich hatte ist weg. Ich hab meinen Vorschuss längst versoffen, doch ich mach mir keinen Stress. Herr Jimmy verlässt uns jetzt, wir hatten sehr schöne, interessante Gesprächsthemen, ja, die wir dann aber mal besser nicht mitgefilmt haben. Tschüss! Ihr denkt, ich bin weg, dabei filme ich gerade. Spielt mit der Kamera. Nicht mit der Kamera, sie spielt mit der Kamera. Aber schau mal ganz kurz, damit kann man bestimmt auch super Sachen spielen. Hast du wirklich so krass was gegen Ivana? Ist Jimmy gegangen? Ist Jimmy, hallo, ist Jimmy wegen hier. Ivana gegangen? Ist Jimmy wegen Ivana gegangen? Das liest ihr morgen alles in der Promi-Flow. Die machen da was bestimmt eine Superstory, ne? Sind Ruben und Kiki das nächste Paar? Will Kiki ein Mann werden? So ist die Presse. Oh mein Gott, mein erster Vlog mit meiner eigenen Kamera. Und dein Schild. Ja, ich habe auch mein Schild. Ich bin bestens vorbereitet. Es gibt jetzt Essen. Oh mein Gott. Achtung! Ich glaube, mein Salat ist da. Werde ich mal checken. Da ist gerade irgendwas in einer weißen Plastiktüte reingekommen. Deswegen glaube ich, dass es mein Salat ist. Oh mein Gott. Okay.
Genau, wir haben die 100. Folge geguckt, das war richtig witzig. Könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ivana und ich teilen uns jetzt ein Taxi und fahren jetzt in die Wohnung. Das wird mein erstes Mal sein, dass ich diese Wohnung sehe. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Titanic sinkt gerade. Irgendwie gibt's Drama auf dem Liebesboot. Oh oh. Arno ist richtig sauer. So, weil mein Leben ja auch nicht perfekter laufen könnte oder sonst irgendwas, oder weil ja sowieso nicht alles schon mega perfekt war, wurde mein Flug nach Malaga gecancelt. Also Daniel für meinen Flug morgen Abend, weil Tegel komplett streikt. Für die Tickets? Ja, weil Tegel komplett streikt. Cool auf jeden Fall, da freue ich mich. Wir haben uns ja gar nicht auf den Urlaub gefreut, es war total unnötig, wir wollten sowieso nicht gehen. Ja, jedenfalls müssen wir jetzt gucken, wie wir morgen hinkommen, ob wir vielleicht mit dem Auto fahren oder irgendwie jetzt morgen dann mega hektisch um 9.50 Uhr den Flug nehmen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken und jetzt fahren wir erstmal aufs Ray-Konzert und dann muss ich halt heute Nacht wahrscheinlich packen. Aber ja, das lasse ich euch auf jeden Fall nochmal wissen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf dem Weg in die Arena. Ins Drake-Konzert. Und ich sag euch, ich habe ja heute Morgen schon mein Tattoo gezeigt. Ich bin Drake-Fan Nummer 1. Dass wir hier sein dürfen, ist für mich quasi das Highlight des Jahres bisher. Größer kannst du nur noch werden durch Beyoncé eigentlich. Auf jeden Fall an dieser Stelle mal danke Universal für das Ticket. Wir freuen uns sehr. So, Kiki betretet jetzt zum ersten Mal die Wohnung. Man hat die Wohnung echt schon also von weitem gesehen, wegen dem Licht. Voll wegen geil. Des Lichtes. Ich habe auch immer meine deutschen Sprachfehler. Oh Gott, das ist schön. Komm herein. Schuhe ausziehen? Nö. Ich erst mal mein Zimmer abchecken. Ja. Und zwar musst du nach oben. Warte, ich stell mal kurz die Schilder ab. Okay. Und dein Zimmer ist halt da ganz hinten. Das ist ein bisschen gruselig. Hm? Nee, das ist die Heizung. Oh. Hier ist das Licht. Okay, aber der Schrank ist. Ah, da sind sogar ein paar Kleiderbügel drin. Ah, sind es schon welche? Okay, perfekt. Nice. Genau, dann hat Ruben dir hier noch so ein paar schöne Sachen hingestellt. Das ist so süß. Von wem kommt das? Von Ruben. Oh, wie süß. Ruben, wenn du das siehst, ich liebe dich. Ja. So Leute, wir sind jetzt hier in der Mercedes-Benz Arena und gleich kommt Drake auf die Bühne. Wir haben ungefähr die geilsten Plätze ever. Also ever. Also wenn ich immer so einen Platz hätte bei Konzerten, würde ich auf jedes Konzert gehen, weil das ist so ein bisschen so wie YouTube. Also ich sitze halt hier und kann mitfeiern und mitsingen, aber ich stehe halt nicht da zwischen diesen ganzen Menschen und verrecke. Es wird so geil. Ich heule einfach. Ich will eigentlich auch aufstehen. Hört ihr mich überhaupt? Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, told you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here.
Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the men. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself. Yo Leute, ich melde mich hier aus dem Fahrstuhl. Und zwar habe ich gerade der Kiki so ein bisschen die Wohnung gezeigt. Und jetzt geht's für mich schon zum Tanztraining. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega. Der Kurs von Montag hat sich jetzt nämlich immer auf donnerstags verlegt. Und deswegen wird jetzt donnerstags mein wöchentlicher Tanzunterricht kommen. Also mehrere Sachen. Erstens, irgendwie habe ich richtig beschissen gepackt. Das sind alles Hosen. Das sind Oberteile. Wie viele Hosen sind das? Wieso habe ich so viele Hosen eingepackt? Ich verstehe mich selber nicht. Dann gucke ich gerade so unter das Bett und ich finde das vor. Ich erkenne noch nicht mal mehr, was das für ein Nahrungsmittel war. Das könnte mal, also das hier unten, das könnte mal Thunfisch gewesen sein. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich bringe das gleich runter in die Küche, verbrenne diese Schüssel. Und dann noch was. Der Struggle ist noch nicht vorbei. Ich war so fertig, dachte mir so, okay, die Schüssel sieht jetzt ein bisschen eklig aus, aber die bringe ich gleich runter und dann ist alles gut. Und dann habe ich mich so auf das Bett gesetzt. Sieht man das? Die Hälfte vom Lattenrost ist eingebrochen. Also auf dem Bett kann ich auf jeden Fall nicht schlafen. Ich muss gleich die Matratze, die kompletten Decken, alle Kissen runterräumen. Und versuchen, irgendwie diesen Lattenrost wieder drauf zu kriegen. Okay. Ich hab's repariert. Ivana, mach mit mir Sport. Also mittlerweile bin ich komplett nass geschwitzt. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mir eine Dusche gönnen und jetzt aber wirklich schlafen gehen. Deswegen, ich verabschiede mich zum zweiten Mal, aber diesmal richtig. Gute Nacht, meine Freunde. Okay Leute, mittlerweile sind die Bauchschmerzen weg und so langsam kommt der große Hunger. Nur das Problem ist, wo soll ich jetzt was zu essen herbekommen? Vor dem Training auch noch. Oh Mist. Ivana! Hallo! Guten Abend! Wie geht's euch? Nimm das Übliche! Dance Hall! Dance Hall! Oh mein Gott, ihr habt Essen! Ich hab gerade darüber geredet, ich hab Hunger. Cookies sind lecker! Bananen! Ich nehm, glaube ich, eine Banane. Da bin ich nicht. So, ich darf mir jetzt eine Banane aussuchen. Ich glaube, ich nehme auch direkt die hier. Danke. Hi. Scheiße, hey. Ja, Mann. So, Leute. Ich bin richtig glücklich über diese Banane gerade. Sie rettet mir gerade einfach mein Life. Ehrlich. Boah, ich gönne mir jetzt die Krönung meines Tages gerade. Endlich Nahrung, Leute, endlich. Now for those of you that don't know what Mosh Pit Gang is, tonight I'm gonna encourage you to jump around and go crazy with some people that you've never met and you may never meet again in your life. So Mosh Pit Gang, if you're ready to go crazy, I want to see you start making the circles, you know? And this is what we're going to do tonight. I'm going to play the first half of this song. I'm going to let you get set up. And then after that, I promise you, I'm going to see Berlin go crazy than they've ever gone before. Flip my birthday to my niggas that can never leave.
fuck them niggas for life, yeah. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck. I bought this one a house, I bought this one a mall. I keep buying shit, just make sure you keep track of it all. I got bitches asking me about the code for the Wi-Fi. So, Leute, ich lieg jetzt im Bett und... Ja, ich glaube, an dieser Stelle würde ich mich von euch verabschieden und wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Ruben und Anushka. Und ich weiß nicht, was Kiki gerade macht. Sie meinte, dass sie jetzt schlafen geht. Deswegen bleiben bestimmt nur noch Ruben und Anushka übrig. Und deswegen, ja, werden die beiden, denke ich mal, heute die Sendung beenden. Und ja, ich würde mal sagen... Bis morgen! So Leute, wir haben es überlebt. Ich habe gerade nochmal irgendwie 100 Euro liegen lassen im Fanshop. Wir haben auf jeden Fall gerade noch fleißig Merch gekauft und unsere Konzertkritik kriegt ihr gleich zu Hause. Ich sag nur noch mal kurz Danke an Universal für die Einladung und das war wirklich, glaube ich, das beste Konzert, auf dem ich jemals war. Also das kann man schon mal so sagen. Und jetzt in alter Ruben und Anushka-Tour suchen wir erstmal ein Taxi. Freunde, sorry für die abrupte Unterbrechung. Wir waren im Taxi-Find-Stress und das hat uns so viel Energie gekostet, dass die arme Anushka jetzt mittlerweile so aussieht und gar nicht mehr kann. Aber wir müssen mal ganz kurz über das Konzert sprechen. Es war für mich das beste Konzert, auf dem ich jemals war. Drake hatte ungefähr so eine krasse Energie. Ich habe noch nie jemanden in der Show so rocken sehen wie den einfach. Nee, also ich glaube nur Beyoncé kann das noch toppen. Nee, nicht mal die, weil die einfach zu fake ist. Triggered. Aber es war auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig fette Show. Er hat super viele alte Lieder gespielt, super viele neue Lieder gespielt. Diese Lichtkonstruktion, also ich glaube, ich habe ungefähr, hab ungefähr 500 Videos gedreht von diesen Lichtbällen, die da rumgeflogen sind. Es war auf jeden Fall eine grandiose Show. Ich muss sagen, ich bin super froh für die Plätze. An der Stelle nochmal danke an Universal. Denn in der Menge wäre ich, glaube ich, gestorben. Und eigentlich hasse ich ja Konzerte, aber ich habe heute rausgefunden, wenn man einen guten Sitzplatz hat, dann ist es perfekt. Und ich glaube, diese Folge ist auf jeden Fall mal wieder eine aktive Folge mit viel Energie. Und ich möchte mich hier mit dieser Message von Drake von euch verabschieden. More life, more love. Einfach ein bisschen mehr leben, Leute. So wie heute. Einfach mal ein bisschen reinhauen. Einfach mal 14 Stunden unterwegs sein. Warum nicht? Bis morgen. Danke fürs Einschalten. Peace out. So Leute, wie ihr gerade vielleicht schon bei Ruben gesehen habt, bin ich komplett am Arsch. Ich kann gar nichts mehr. Kann mich kaum noch irgendwie kann kaum noch reden. Bin komplett müde. Nee. Also, wie gesagt, das Konzert war so mega geil. Es war wirklich more life, so wie er es auch gesagt hat. Es war so geil. Also ich habe keine Ahnung. Das war wirklich das beste, hands down das beste Konzert, auf dem ich je war. Drake hat von vorne bis hinten so krass Energie gehabt und so durchgezogen. So gut gesungen, alles. Alter, das war einfach die mega Performance. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich habe mir jetzt hier mal noch diese, seht ihr das? Fancy Life 5-Minuten-Terrinen rein. Und werde mich sofort schlafen legen. Morgen früh geht's los nach Marbella. Unser Flug wurde ja gecancelt. Daniels und meiner. Und deswegen müssen wir jetzt mit dem Auto fahren. 25 Stunden lang Roadtrip. Es wird also morgen spannend für euch. Denn ich mache einen auf Jimmy und sitze den ganzen Tag im Auto. Ach, mal gucken. Ich melde mich auf jeden Fall, sobald ich wach bin, was nicht sehr spät sein wird. Aber jetzt muss ich die Kamera ausmachen. Ich muss jetzt auf jeden Fall chillen. Also vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns wieder. Ja, gute Nacht und bis morgen.